Zack, ist wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Zum einen Vorbereitung Stadtratssitzung am 11.09., die erste Sitzung nach der Sommerpause. Wir haben wichtige Themen drin, zum Beispiel Bebauungsplan Volkach West, sprich mein Quartier Volkach und die punktuelle Dorferneuerung in Eichfeld und einige Infos zum aktuellen Sachstand Freibad. Dann war die Woche ein Notartermin, wo ich bei unserer Notarin in Volkach war. Ging um Grundstücksverkauf, Gewerbegebiet am Sonnenberg. Da haben wir jetzt auch immer wieder mal, Gott sei Dank, Notartermine, weil wir jetzt die Flächen verwerten, dass sich im Gewerbegebiet auch was tut. Ich war in Eichfeld auf einem 60-jährigen Ehejubiläum. Wir hatten eine Besprechung in Sachen Pachtangelegenheit. Wir haben ja auch in Volkach eine ganze Reihe Flächen, Ackerflächen und auch Weinbergsflächen, die natürlich hier verpachtet sind. Und da gibt es immer wieder mal auch Themen, wo wir uns austauschen müssen mit Pächtern. Dann hatte ich einen Termin in Sachen Freiflächen, Photovoltaikanlage. Wir hatten einige Anfragen hier und wollen hier ja auch mit Bürgerbeteiligung was ermöglichen. Wir hatten den EORAN in Volkach, da bin ich nicht nur mit einem Grußwort vertreten gewesen, sondern auch joggenderweise, und die Stadt Volkach mit unseren Einrichtungen, Kitas und so weiter, hatten 33 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da daran teilgenommen haben. Wir haben sogar den zweiten Platz bei der Beteiligung gemacht. Erster Platz von der Beteiligung war die Bundeswehr in Volkach. Und wir hatten Bauablauf, Anlaufbesprechung in Astheim in der Frank-Ritter-Straße, weil es jetzt da mit der Baumaßnahme Straßensanierung losgeht mit den Anwohnern. Und wir hatten auch noch mal einen Termin Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, weil wir eine Vereinbarung schließen müssen für den Kanalradweg, für die barrierefreie Trasse eben an der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung Außenstelle. Da gibt es auch noch einiges zu regeln. Am Wochenende liegt an Kirchweih in Rimbach die Traubensegnung, die traditionelle, draußen Richtung Volkacher Ratsherr am Kirchberg. Und am Samstag, da freue ich mich drauf, bin ich mal gespannt, die Premiere des Volkacher No-Budget-Films, wie er ja betitelt wurde, Schölle Herb. Und da bin ich auch vertreten und freue mich auf den Film. So viel zu meiner Woche im Rathaus. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende.